Heute schauen wir uns eine Linux-Distribution an, die sehr vieles verspricht, nämlich Zorin OS. Es spricht explizit Nutzer von proprietären Betriebssystemen wie zum Beispiel Windows oder macOS an. Ihnen möchte man die Freiheit sowie Kontrolle über das digitale Leben und damit auch das Betriebssystem zurückgeben. Ich habe das Betriebssystem aktuell nochmal auf zwei Computern angeguckt, in der neuesten Version 17.1, nachdem ich es schon vor Jahren auf meinem Laptop genutzt habe, und zeige euch in diesem Video, was davon zu halten ist, ob es seine Ziele erreicht. Wie unter GNU Linux üblich, kann man auch Zorin OS 17 als Live-Betriebssystem ohne Installation direkt starten und ausprobieren. Als Mindestvoraussetzungen wird ein Prozessor mit zwei Kernen genannt, die jeweils 1 GHz an Takt besitzen, dazu 1,5 GB an Arbeitsspeicher sowie mindestens 15 GB festen Speicher. Das liegt etwas über den Anforderungen von Ubuntu. Man sagt jedoch selbst, dass ungefähr alle Computer aus den letzten 15 Jahren diese Anforderungen erfüllen sollten. Der grafische Assistent, der hier die Installation mit einem durchführt, der erinnert stark an Ubuntu. Die verbreitete Distribution, die dient auch als Unterbau. Funktionell ist die Bedienung daher sehr, sehr ähnlich, nur das Design wurde optisch angepasst. Ein Detail fällt hierbei auf, ganz unten gibt es einen Haken, nimm nicht an der Volkszählung teil. Das ist eine Statistik, die hier ein bisschen eigenartig übersetzt wurde, aber es ist eben ein Opt-out. Man muss das anklicken, damit man nicht getrackt wird, statt eben andersrum, wer getrackt werden möchte, hakt das an. Das ist ein bisschen fragwürdig, gerade für eine Distribution, die sich ja auf Sicherheit und Datenschutz spezialisiert. Beim ersten Start wird man von einem Willkommensassistenten begrüßt und das zeigt, wie auch an mehreren Stellen, zeigt sehr gut, dass man eben hier sich Gedanken drum gemacht hat, wie kann man die Nutzer abholen. Die möchten hier vielleicht mit so einer Tour erstmal in ein paar Schritten die wichtigsten Sachen erfahren. Zum Beispiel hier, dass wir eine Art Startmenü links unten haben, kann man hier aufrufen, dass man das Ganze anpassen kann. Schauen wir uns gleich noch näher an. Und natürlich hier, das finde ich auch sehr sinnvoll, ich habe es jetzt hier in der VM laufen. Vorher hatte ich es auf einem physischen PC. Hier erkennt er das und bietet mir an, dass man die Gasterweiterung installiert, denn die verbessert nicht nur die Leistung, da kann man dann auch Funktionen wie zum Beispiel den Abgleich von der Zwischenablage nutzen, deswegen macht das Sinn. Auch hier weitere Konten einbinden, so in Nextcloud zum Beispiel, dass man die direkt integriert hat, finde ich ganz sinnvoll. Da gibt es noch Zorin Connect. Das basiert im Kern auf KDE Connect, also kommt von einer anderen Desktop-Umgebung, hier haben wir ja GNOME, aber es bietet eben hier die Möglichkeit, dass man verschiedene mobile Geräte, wie jetzt eben das Smartphone meistens, mit seinem Laptop oder Computer verbinden kann, um da bequemer drauf zugreifen zu können. Software, da kann man hier verschiedene Sachen installieren, auch das gucken wir uns später noch an. Also hier in so ein paar Schritten eine kleine Einführung von den wichtigsten Funktionen. Zorin basiert auf Ubuntu, nämlich auf der LTS-Version. Derzeit bei 17.1 ist das Ubuntu 22.04 LTS. Die erschien im April 22 und kam mit GNOME. Das ist auch weiterhin hier vorhanden, auch wenn man das dem Ganzen nicht so wirklich ansieht. Man hat hier eine Art Taskleiste, wie man es von Windows her kennt. Rechts unten hier mit dem Bereich für verschiedene Einstellungen. Die Uhr gibt es mit Kalender. Eine Art Startmenü, wo das Ganze hier auch recht ähnlich aufgebaut ist. Im Detail etwas anders. Man hat hier verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel Büro, da ist dann LibreOffice mit drin als Beispiel, Grafik und so weiter. Also die Anwendungen eben sortiert, gruppiert, damit man die besser findet. Wer das nicht möchte, kann hier auch auf alle Anwendungen klicken und bekommt sie alphabetisch sortiert angezeigt, wie man das unter Windows her kennt. Dazu kann man auch suchen, wenn man es irgendwie zum Beispiel GIMP haben möchte, dann gibt man das hier ein und bekommt das hier als Treffer, um es zu starten. Rechts gibt es das Profil von dem Konto, die Bibliotheken, also Lokaldateien auf dem Computer und hier rechts unten noch Software zum Programme installieren. Dazu gibt es noch die allgemeinen Einstellungen vom Betriebssystem sowie hier noch einen Eintrag für das Aussehen. Vor allem Einsteiger dürfte es freuen, dass man hier auch nach Programmen suchen kann, die es noch gar nicht auf dem Computer gibt, zum Beispiel Visual Studio Code. Da gibt es ja gleich mehrere Treffer, einmal den von Microsoft mit Telemetrie und Codium, also eben den ohne Tracking, je nachdem was man hier möchte, kann man da draufklicken. Dann kommt man nämlich hier in das Software Center, der sucht danach, zeigt die Treffer an. Also das ist jetzt eine Software, die habe ich noch nicht drauf, aber der hat mir hier verschiedene Quellen, hat der angezapft, hier ist jetzt FlatHub. Da kann ich auf Installieren drücken und habe das dann nach kurzer Zeit auf meinem Computer, ohne dass eben der Nutzer von Hand jetzt in das Software Center gehen muss. Das ist, denke ich, zur Beseitigung von Hürden für Einsteiger sinnvoll.
die Einstellungen, die entsprechen ziemlich genau denen, die man von GNOME her kennt. Also die haben das ja schon länger in solchen Gruppen sortiert. Finde ich ganz in Ordnung, da findet man das meiste. Ich denke, auch Umsteiger kommen da relativ schnell zurecht. Einzigartig ist hier das Zorin Appearance. Wenn man da mal drauf geht, kommt man hier ein Menü mit verschiedenen Einstellungen, die speziell für das Zorin OS gemacht sind. Zum einen kann ich hier grundsätzlich sagen, wie soll das Ganze aussehen. Standardmäßig ist das ja wie Windows 7, Windows 10 gemacht, hier mit diesen großen Symbolen, wo Programme gruppiert werden. Das mögen viele Power-Nutzer nicht, wenn ich nämlich hier verschiedene Ordner zum Beispiel offen habe, ich möchte jetzt das in einem neuen Fenster öffnen, habe jetzt hier eine ganze Reihe an verschiedenen Fenstern, dann zeigt er mir hier eben fünf verschiedene oder drei verschiedene an, ich muss da immer dann erst das von Hand auswählen, das ist umständlich, das macht mehr Arbeit, effizienter ist es, wenn ich dann hier das rechts nehme, das entspricht so dem Windows-Style bis ungefähr Windows XP, da hat man hier das immer getrennt, also nicht gruppiert, sondern hier als Einzelne, wo man direkt sieht, ah okay, das möchte ich, da klicke ich drauf. Das kann man sich hier einstellen, wenn man möchte. Die zwei sind hier eher von Microsoft Windows inspiriert. Die unteren zwei, die kommen von GNOME bzw. Ubuntu. Also hier habe ich es erstmal zentriert, geht jetzt in Richtung Windows 11. Aber ich habe eben kein Startmenü mehr, sondern hier so eine Anwendungsübersicht, wo hier die ganzen Programme zu sehen sind. Die kann ich dann starten, aber eben nicht mehr, so wie man es von Windows her kennt, mit diesem Startmenü. Dazu gibt es hier noch eine zweite Möglichkeit, die eher an Ubuntu erinnert. Da habe ich nämlich gar keine Leiste im Sinne von Taskleiste, sondern bloß hier oben dieses Menü. Wenn ich da reinspringe, dann sehe ich alle Programme, die gerade offen sind. Das kennt man auch eher von GNOME. Das ist ja so deren Stil. Ich habe dann auch zum Beispiel keine Minimieren- und Maximieren-Knöpfe, sondern hier bloß noch einen Schließen-Knopf, weil eben hier gedacht ist, dass ich über dieses Menü hier oben dann gucke, welches Programm möchte ich haben. Kann hier auch springen auf virtuelle Desktops. Das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, drum ganz gut, dass man hier eben im Standard eher ein an Windows angelehntes Design hat, das dem sehr ähnlich ist. Das Blau hier ist Kontrastfarbe, habt ihr bestimmt schon gesehen, hier zum Beispiel der ausgewählte Ordner oder auch hier, das finde ich ganz gut, passt ja auch super zu ULabs, aber wer jetzt sagt, nee, ich möchte jetzt lieber was anderes haben, kann hier bei Thema auch sich eine andere Farbe raussuchen, zum Beispiel hier das Grün nehmen oder Orange, da sind verschiedene möglich, auch wer jetzt sagt, das ist mir viel zu hell, der kann hier zum einen sagen, ich möchte entweder nur einen dunklen Modus haben, dann wird alles dunkel, sogar das Hintergrundbild, wie ihr gerade gesehen habt, das ist jetzt nicht mehr hell, sondern ist jetzt eine Ansicht bei Nacht, statt diesem morgendlichen, oder aber man kann auch sagen, das soll automatisch angepasst werden, nämlich nach Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, da muss man noch einen Ort angeben, dann kann der das automatisch umstellen. Was Windows-Nutzer wahrscheinlich vermissen werden, ist zum Beispiel den Papierkorb. Den kann man hier bei Arbeitsoberfläche mit einem Haken einstellen, dass der hier als Symbol drauf ist. Genauso die persönlichen Ordner. Man kann hier auch ein paar Sachen anpassen, da gibt es noch diverse weitere Möglichkeiten. Man ist eben nicht komplett darauf beschränkt, was man hier an fertigen Sachen zur Verfügung stehen hat. Auch für die Leiste hier unten gibt es eine Einstellungsoberfläche. Wenn man da mal reingeht, kann man zum Beispiel sagen, automatisches Ausblenden, wer das haben möchte. Man kann die Deckkraft ändern, auch die Dicke. Wer sagt, das ist mir zu groß, zu klein, kann man hier also vieles umstellen. Also gibt hier durchaus die von GNOME bekannten Anpassungen in etwas anderer Form. Ubuntu ist für viele Distributionen eine beliebte Basis, schon weil die Paketquellen ein ziemlich umfangreiches Softwareangebot mitbringen. Die Ubuntu LTS-Version als Basis hat aber auch einen Nachteil. Die Pakete sind schon deutlich alt. Die kamen nämlich im Jahr 2022 heraus. Da gibt es ja keine größeren Updates mehr. Das heißt, man hat hier Software, die zum jetzigen Zeitpunkt schon etwa 2 Jahre mindestens alt ist, Tendenz steigend. Bei GNOME zum Beispiel haben wir daher auch eine ältere Version statt der aktuellen GNOME 46. Dadurch fehlen jetzt keine Killerfunktionen, aber doch kleinere Sachen. Die Ubuntu LTS-Version, die erscheint im 2-Jahrestakt. Zumindest für Anwendersoftware ist das gar nicht so schlimm. Hier gibt es ja verschiedene Alternativen. In dem Software Center ist es eingebaut. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe mir hier Visual Studio Codium von FlatHub geholt. Da hat man eine große Auswahl verschiedener Programme, die in der aktuellen Version unabhängig vom Betriebssystem vorliegen. Ebenso haben wir auch Zugriff auf Snaps, das Format von Ubuntu, ebenfalls betriebssystemübergreifend. Auf jeden Fall wird es auf vielen Computern laufen, wo Windows 11 mit künstlichen Beschränkungen und Gewalt durch Microsoft nicht mehr funktioniert oder zumindest nicht mehr offiziell.
Das Datenschutzversprechen habe ich mir mal genauer angeschaut. Auf meinem Pi-hole gab es ja auffällig viele Anfragen an die zoringgroup.com. Das konnte aber nicht reproduziert werden. Das scheint auch ein Problem von Pi-hole zu sein. Wenn man auf dem System hier mal den gesamten Netzwerkverkehr anguckt, dann haben wir hier bloß diesen Connectivity-Check, also wo der guckt, ob er Internet hat. Das ist okay, wenn das alle 5 Minuten durchläuft. Wenn man im Startmenü links unten nach etwas sucht, dann wird das an verschiedene Dienste übertragen, um eben nach passender Software zu suchen. Klar, anders kann du ja nicht gucken, ob es da was gibt. Das kann man bedenklich finden aus Datenschutzsicht. Aber es ist einsteigerfreundlich. Wer das nicht möchte, der kann das relativ einfach in den Einstellungen abschalten. Da gibt es nämlich, wenn man hier in das Hauptmenü geht, einen Punkt für die Suche. Und hier kann man sich dann auswählen, welche Quellen soll der anzapfen für die Suchergebnisse. Hier bei Software einfach den Schalter ausmachen, dann erscheinen dort bloß noch die lokalen Ergebnisse. Neben der virtuellen Maschine für die Videos habe ich das Ganze auch auf einem älteren PC nochmal mit der aktuellen Version probiert und das lief super. Also auch wenn die Hardware jetzt nicht so mega toll ist, da hat man ein System, das flüssig funktioniert. Die Software startet relativ schnell, da kann man durchaus gut arbeiten, kann auch mit mehreren Programmen parallel eben hier etwas machen, ohne dass man hier Probleme bekommt. Deswegen, also würde ich mal sagen, in der Hinsicht ist das gut geeignet. In Italien hat vor mehreren Jahren eine Stadt mit ungefähr 113.000 Einwohnern den Umstieg auf SolinOS beschlossen. Da ist man weg von Windows und hat hier eben insgesamt etwa 700 Arbeitsplätze umgestellt für 895 Mitarbeiter. 2017 hat der Standort hier nochmal nachgefragt und das ist nicht bloß ein Plan B, sondern im Gegenteil, die Leute, die sind damit zufrieden, da gab es positive Rückmeldungen, das ist also ein Erfolg geworden, man spart auch Geld, allein 300 Euro pro PC an Microsoft Lizenzkosten, die vorhandenen PCs kann man auch um 30-40% in der Lebensdauer verlängern, aber das war nicht der primäre Grund, sondern man möchte eben souverän bleiben, nicht abhängig sein von proprietären Microsoft Produkten, wie es hier in Europa leider der Fall ist. Wer sich das jetzt herunterladen möchte, wird hier vielleicht ein bisschen verwirrt sein und sich fragen, muss ich hier bezahlen? Es gibt nämlich eine Pro-Version, die kann man hier für 48 Euro aufgerundet kaufen. Es gibt aber auch Core und Education, die sind kostenfrei. Die Core ist so für Standardnutzer vorgesehen. Education unterscheidet sich nur in zwei Details. Zum einen hat man noch ein paar Programme für Schüler und Studenten mit drin vorinstalliert, die man auch selber nachinstallieren könnte. Und Zorin Connect ist bei der Education-Version nicht vorinstalliert. Man bekommt dafür noch ein paar andere Designs, die auch wie macOS, also von Apple hier aussehen, oder zum Beispiel Chrome OS, also noch verschiedene Designs, auch Hintergründe und sowas, also ein bisschen mehr Optik-Spielereien. Dazu soll Software mit drin sein, die ganz schön viel Geld kostet. Da hat man wahrscheinlich verschiedene quelloffene Software, wie zum Beispiel Blender hier, mit proprietärer verglichen. Dadurch kommt dann hier diese Rechnung von 48 Euro gegenüber 5000, kann man drüber streiten, zumal das großteils ja auch nicht von SolinOS stammt, sondern eben freie oder quelloffene Software. Dennoch finde ich es grundsätzlich okay, dass man da Geld für verlangt, denn auch die müssen ja Geld verdienen, müssen von irgendwas leben, müssen ihre Kosten und alles bezahlen. Von dem her, wenn ihr das nutzt, wenn euch das gefällt, kann das ruhig gekauft werden. Oder aber wenn ihr sagt, na, ich würde schon unterstützen, aber das ist mir ein bisschen viel, geht mal ganz runter. Da gibt es hier eine Seite mit Donate, da kann man den auch frei einen bestimmten Betrag spenden und die damit bei der Entwicklung unterstützen. Zorin erfindet das Rad nicht komplett neu, doch die Konsistenz und Tiefe, wie das im Detail überall stimmig aussieht und vor allem schön aussieht, das ist ein Design, das ist ansehnlich, das finde ich beeindruckend. Zumal sich auch die Bedienung sehr am Marktführer Microsoft orientiert, also für Ein- und Umsteiger ist das generell schon mal eine gute Basis. Den größten potenziellen Nachteil, den sehe ich in der alten Basis, ein Wechsel von LTS auf die regulären Ubuntu-Version, die würden dem Projekt gut tun. Für viele alltägliche Szenarien, also Surfen, E-Mails und so weiter, reicht auch zwar die ältere Version, hier ist SolinOS sicher eine Empfehlung. Mit sehr neuer Hardware oder wenn man spielen möchte, da wird es zumindest schwierig, schon weil die proprietären Grafikkartentreiber dann in der älteren Version vorliegen, das kann problematisch werden. Trotzdem macht SolinOS vieles richtig und baut damit Brücken für Aus- und Umsteiger. Die LTS-Basis hat auch einen Vorteil, denn sie kann viele Jahre ohne Upgrades genutzt werden.
Außerdem haben die Macher mit ihrem kürzlichen 15-jährigen Jubiläum bewiesen, das ist keine Eintagsfliege, das wird weiter gepflegt. Die haben hier auch Erfolge zu messen, zum Beispiel von ihren Downloads von SolarWinds 17. Da sind 78% von Windows und macOS, also damit erreicht man die Nutzer von den proprietären Systemen. Ich denke, schlussendlich ist es trotz dieses einen Nachteils eine Bereicherung für das Ökosystem. Was denkst du darüber? Schreib es gerne auf ulabs.de ins Forum oder auch in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.